Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors featuring Crush for the Freak 89. Ja, im letzten Part haben wir beim Vulkan von Eldin sozusagen einen Springauftrag gemacht. Wir haben nämlich riesige Krabbelminen eskortieren müssen und sind dabei Sheik begegnet. Ja, weil wir sind eigentlich auf der Suche nach Zelda, welche jetzt eigentlich verschwunden ist seit dem ersten Part und wir müssen sie wiederfinden. Deswegen will ich sagen, machen wir weiter. Und vorerst aber müssten wir mal beim Bazar erstmal die Charaktere ein bisschen aufstufen im Trainingsraum. What the fuck, das kostet 7000. Oh shit. Aber immerhin gibt es dafür 4 ganze Level-Ups. Und die Angriffskraft steigt ziemlich weit auf. Wir haben immer noch 11.000 Rubine, weil wir haben im letzten Part ganz schön Rubine gesammelt. Und Sheik steigen wir natürlich auch ein Level auf. So dass sie uns auch unterstützen kann, weil sie wird ja dann demnächst. So. Flasche 1. Flasche 2 geht aber noch nicht, weil wir werden sie ja dann in diesem Part jetzt verwenden in den nächsten Level. Wir werden ja jedes Mal die Charaktere auswechseln. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch eine zusätzliche Waffe bekommen. Ich hoffe aber auch, dass wir sie mit Sheik verwenden könnten, nämlich einen Feuerzauberstab. Den haben wir im Trailer mal mit Link gesehen beim allerersten, wie er ihn eingesetzt hat. Ich muss mal gucken, was man sonst noch ausstatten könnte. Angriffsmedaillen hätten wir jetzt sogar schon was. Das Gokiri-Schwert 1. Damit könnten wir jetzt zusätzliche Combo-Angriffe ausführen. Gokiri-Schwert 2 benötigt natürlich weitaus mehr. Ja. Das machen wir natürlich auch mit Link. Der bekommt auch jetzt ein neues Combo. Was? Na toll, also für Impa fehlt mir leider Gottes noch was. Ja, okay. Oh! Aber bei den Verteidigungsmedaillen können wir was ausstatten. Aber was nehmen wir da am besten? Mit die Wirkung von Herzen etwas. Das würde ich mir am liebsten nehmen, dass wir uns immer besser healen können. Was haben wir dann noch? Jetzt wird Schaden in Schlachten für die Feuer empfohlen, wird ein wenig Wasser, Blitz, Licht, Spiegelschild. Oh, was sollte ich da am besten nehmen? Ich heb das noch auf, weil ich sollte mir auch mal die anderen Charaktere angucken, welche Medaillen ich bei denen noch erhöhen könnte. Ah ja, bei Link geht das ja auch. Mit Hilfe einer Exalfos. Alter Schwede, die Namen kann ich ja alle nicht auswendig. Mit Hilfe der Exalfos-Rüstung. Das wird da alles, das blinkt da alles auf, wenn das gut, jetzt werden die Festung mit ihr etwas schneller erobert. Das blinkt da alles auf, wenn man das ausstatten kann. Oh, was? Echt jetzt? Achso, Kombo-Angriff mit dem Zauberstab, ja stimmt. Holzschwert 1. Okay, ich bin schon gespannt. Okay. Oh, was? Noch mehr? Die Power-Up-Dauer von Bomben etwas. Ah. Nice, also wir können unsere Charaktere durchaus ganz gut ausrüsten bisher. So, nochmal die Angriffsmedaillen alle kurz überprüfen. Verteidigungsmedaillen, das hebe ich mir noch auf. Weil ich weiß jetzt nicht, für welches Element ich sie aktuell ausrüsten möchte. Und die Hilfsmedaillen haben wir auch schon. Passt. Gut. Trainings haben wir auch schon alles erledigt. Jetzt in Trankladen. Könnten wir Blindertrank? Sterntrank.
Du erbeutest mehr Waffen. Erbeutete Waffen haben mehr Sterne. Ach so. Okay. Also Materialien für den Trank. Insgesamt 20 Materialien wird dafür benötigt. Das lasse ich erstmals. Okay. Ich schätze mal, wir sind da fertig. Die Ausrüstung können wir dann während der Schlacht machen. Jetzt geht's zum Wald von Firun. Oder Firone, wie man es auch immer ausspricht. Und dann nehmen wir dieses Mal, wie schon erwähnt, Sheik. Impa hat ein Herz mehr, das heißt also, alle anderen Charaktere werden nicht sofort ein zusätzliches Herz bekommen. Und sie hat die Lyra. Ah, wir können also den Zauberstab nicht verwenden. Es geht anscheinend nur mit Link, den Zauberstab. Schade. Naja, egal, wir wollten sie, also probieren wir sie mal aus. Probieren wir mal aus, was sie so drauf hat. Sie kann ja ihre Lyra, ihre Harfe verwenden. Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Ja klar doch, wenn jemand in Gefahr steckt, dann sollte man ihnen auch helfen, ne? Okay, was ist hier? Pyroma gilt es zu besiegen. Und die Lage ist Lana. Lana ist wohl einer der neuen Charaktere, die zusätzlich dazugekommen sind. Oder der Dekobaumfeld. Den Dekobaum müssen wir anscheinend auch beschützen. Der befindet sich wahrscheinlich in der Mitte. Den gilt es also zu verteidigen und gleichzeitig Pyroma zu besiegen. Diesmal werde ich aber auch nicht ganz so viel Zeit mit Kämpfen verbringen, weil die letzten Parts, da habe ich viel zu lange Zeit mit den Kämpfen verbracht. Also. So. Die Hauptmänner sind alle verteilt. Ganz schön viele. Lana. Und Link natürlich auch an unserer Seite, genauso wie Impa. Also. Alle sind am Start. Dann können wir auch loslegen. Diesmal werde ich. Garantiert jetzt nicht mehr, Skulltulas. 1000 Feinde wieder mal. Gut. Diesmal werde ich also nicht ganz so viel Zeit auf dem Schlachtfeld verbringen. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit nur Gegner bashen, vielleicht maximal 1000. Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre denselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer befehlen. Tja. Dann sag mir. Was will diese Sia in Hyrule? Sia heißt sie. Mal sehen. Helft uns. Dann verrate ich es euch. Tja, da bleibt uns doch keine andere Wahl, was? Also los geht das. Schlag den alle schon ab in die Flucht. Alter Schwede. Schick, du hast es echt drauf. Au, aber ich wurde schon von hinten getroffen. Na, warte. Und Bomben runterfahren oder mehr oder weniger Bomben. Das sind halt sozusagen Meteoriten, die sie auf einen runterstürzen lässt. Alter Schwede, Sheik. Also, ich habe dich schon gerne in Super Smash Bros. Gezockt und jetzt weiß ich auch warum. Du hast es echt ganz schön drauf. Die was? Verstehe nicht, wer jetzt gemeint ist. Boah, habe ich jetzt Magie oder was ist da los? What the fuck? Gift? Das sind sie also. Ah. Da bin ich vergiftet. Okay, nice. Ah, wie soll ich die besiegen, wenn ich da ständig ein Gift... ständig vergiftet werde? Kann ich vielleicht eine Bombe auf sie werfen?
Ja, aber wie kann ich ihn aus der Ferne angreifen? Am Südrand der Siedlung? Den Bogen am Südgebiet der Siedlung. Nur wo ist das? Auf jeden Fall im Süden, hat man gesagt. Okay, also da drüben. Die Soldaten, die rennen alle ins Gift rein. Ich muss wirklich auf jeden Fall mich davon fernhalten und jetzt darauf achten, dass ich da wieder den Bogen holen kann. Ist er hier? Na, jedenfalls sind hier wieder einige seiner Feinde. Aber wo? Zum Teufel? Ah. Wo zum Teufel soll der Bogen sein? Auf jeden Fall sind diese Bereiche hier markiert. Das bedeutet, dass ich hier auf jeden Fall erstmals kämpfen muss. Aber ich darf jetzt nicht so viel Zeit mit Kämpfen verplempern. Nur so viel, wie nur nötig ist. Das habe ich eigentlich beschlossen. Nein, ja, der ist ja noch. Der ist ja auch nicht, oder? So. Jetzt sind die Bomben stärker. Die will ich jetzt auch einsetzen. Ach du Scheiße, da sind sie natürlich groß. Südwesten. Okay. Das hätte mir ruhig früher sagen können. So, zack. Gut. Der Südplatz ist erobert. Okay, da muss ich rein. Da muss ich lang. Danke für den... Oh, nee. Komm ich nicht hin. Muss ich einen anderen Weg finden. Gibt ja zum Glück immer mehrere Wege. Zum Ziel. Ey, oh. Ja, wo ist der Bogen? Ich kann da gar nicht auch... Ich kann da auch noch nicht mal springen. Ey, wo soll der Bogen sein? Bitteschön. Ja, da muss ich ja hin. Ist da irgendwo eine Schatztruhe oder was? Hä? What the fuck? Was soll ich denn hier machen? Hier ist... Moment, das sind jede Menge Pfeile, aber... Ich sehe keinen Bogen. Hä? Warte mal, einer was? So, ich könnte ihn... Von der ich kann ihn gar nicht erreichen. Der verkriecht sich sofort. Ah, shit. Ja, mein Gott. Ich versuche ja, was ich kann. Ich weiß aber nicht weiter, ey. Oh, verdammte Kacke. Süd, nicht. Ja, er muss hier irgendwo sein, südwestlich. Hä? Den Südplatz habe ich erobert. Am großen Baum im Südwesten der Siedlung. Aber da müsste doch da, wo das Kreuz ist, aber ich sehe ihn da gar nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich auch nur blind, ey. Ach, Kacke, ey. Ich gehe genau zu dem Weg. Ach nein, diese verdammte Pflanze versperrt mir den Weg. Ich komme da gar nicht durch. Shit, das Gift. Arg. Nee, ich bin da wieder am Südplatz, wo ich bereits alles erobert habe. Ah. Ach shit, der Harrow Hauptmann wurde von... Ach Mensch. Ich guck mich einfach jetzt hier mal überall um. Ach, das gibt's echt nicht. Ist es euer Ernst? Bin ich etwa blind oder wo soll dieser scheiß Pfeil sein? Den Vorposten Hauptmann muss ich da wieder siegen, damit er wieder... So. Gut. Gebiet müsste zurückerobert worden sein. Yep. Aber... Bomben werden da benötigt, das... Hä? Das hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Ey, shit, verdammte. Ach,
Kacke, wo soll denn dieser... Ah, Mann. Im Südwesten, ja, Herrgott, nochmal. Wo ist dieser Scheißbogen? Also, da drin ist die Siedlung. Südwesten, ja, das ist ja gekennzeichnet, aber ich komme da nicht hin. Das sind scheiß Pflanzen. Komm da nicht hin, ey. Was soll ich denn da machen? Ich check das nicht. Bin jetzt offiziell verwirrt. Genau das Gebiet ist doch gekennzeichnet, aber ich sehe nicht, wo ich hin muss da an der Stelle. Ah, ich kann aber den Gift mit ausweichen da. Oh, cool. Das geht also doch. Aber ich kann sie trotzdem nicht erreichen, weil die verschwinden sofort, diese feigen Pflanzen. Ey, aber wollt ihr mich verarschen? Wo ist dieser beschissene Bogen? Ich gehe genau zum Kreuz hin und da ist nichts. Hä? Ich check das nicht. Oh, verdammte Kacke nochmal. Ich bin ja offiziell verloren. Oh nein. Das gibt's ja wohl nicht. Ich gehe erstmal weiter und gucke, wo ich noch was tun kann, bevor ich weiterkomme. Das gibt's ja wohl nicht. Den Bogen habe ich ja gar nicht. Ey. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist ja ganz prima. Da verstecken sie sich natürlich. Ja, ist klar. Kommt her, ihr Spackos. Verpisst euch. Ach, shit, ey. Ich kann's ja nicht glauben. Ich irre hier rum wie ein verirrtes Schaf. Für nichts. Ich finde diesen Scheißbogen einfach nicht. Das kann's aber nicht geben. Ich bin genau an der Stelle, aber... Da ist gar nichts. Was? Moment, da geht's ja... Da geht's weiter. Ja, nee, ist klar. Ja, das ist ja so sichtbar, ne? Okay. Um genau zu sein, war das doch meine Schuld. Ich war blind wie eine... wie ein Maulwurf. Tut mir echt leid. Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weiter entfernte Gegner angreifen. Kleine Gegner werden durch... wenn durchschlagen. Cool. Endlich mal. So. So. Damit kann ich auch endlich mal ziehen. Und wie... Also ich habe ihn jetzt... ich habe den Bogen zwar, aber ich kann damit nicht schießen, oder? Ja, wie soll ich mit dem Bogen schießen? Ach, wenn man X so drückt, dann kann man so einen Wirbelsturm fachen um sich. Ja, wie schieße ich mit dem? Ich habe den Bogen, aber ich kann damit nichts machen. Ach so. Zusätzlich zu ZR muss ich noch ZL drücken. Ja, toll. Ja, die Steuerung wird auch nicht wirklich erklärt. So, weg. Na also, so kommen wir doch voran. So, und ihr verpisst euch jetzt. Ihr habt lang genug gestört, so. Und du? Verpiss dich auch. Yes, Mann. So, noch zwei. Da ist einer von denen. Ah, Ziel musst du auch kennen, ne? So, weg. Nur noch einer. Und da ist er. Tja, mein Lieber, jetzt hast du dich hier lang genug ausgetobt. Fahr zur Hölle! Yes. Endlich, jetzt haben wir das geschafft. Boah, war ziemlich schwere Geburt, das tut mir echt leid. Ja. Gut, sehr schön. Und jetzt können wir hier wieder aufräumen. So. Was ist... Hat er mich verstanden? Oh ne, das ist so eine Art Zombie, der... Oh Mann. Der kann mich für kurze Zeit paralysieren schon wieder. Shit.
Ausgerechnet die. Oh Mann. Den muss ich wohl mit Pfeil und Bogen attackieren, weil sonst geht das irgendwie nicht. So. Habe ich den markiert? Oh, da ist noch einer. Okay, hier. Da werden sie auch für kurze Zeit betäubt. Ey, wieso bin ich betäubt? Okay, sie hat den Dekobomb erreicht, aber ich kann gar nichts machen, weil ich bin da ständig betäubt wegen diesen blöden behinderten Zombie. Okay, der ist schon mal. Ey. Oh, keine Sorge, ich komme gleich. Ich bin ja gerade beschäftigt mit diesem Spackus hier. Nice. Und Level up. Ja, ich bin schon unterwegs. Moment. Ich bin schon unterwegs, ey. So. Erstmal ist der Kommandant. So. Ja, ja. Ich komme schon. Ich komme. Wenn ich nur wüsste, wo ich lang muss. Horror. Na toll. Wo ist der Dekobaum, hä? Ja, auch das noch. Da ist einer der Gibbons. Nein, das ist ein Zombie oder was? Na warte. Nicht so schnell. Haha, nice. So viel Chaos erzielen. Aber diese Zombies sind echt eine schlimme Plage. Oh Gott. Ah, ich hasse es, wenn sie einen betäuben. Diese beschissenen Gegner. Die sind schlimm. Oh Gott. Keine Sorge, ich bin schon da. Ah, ich muss aufpassen. So, und jetzt noch den schnell den Wirbelsturm fachen. Und jetzt. Was? Ey, komm. Ich will diesen Wirbelsturm fachen da. Ah, Mann. Okay. Impa hat auch einen Gibbo besiegt. Oh oh. Ja, ich komme. Nein, nein, nein. Nur über meine Leiche, ey. Shit. Das lasse ich nicht zu, ey. Ich muss mich beeilen, ey. Wo ist der Dekobaum? Oh nein. Boah, das ist ein ganzer Haufen von denen. Fuck, ey. Ja, und ich kann noch nicht mal ziehen, ey. Ich muss die SP-Zeiger. Okay. Und jetzt bin ich dann. Oh, ich zeig's jetzt. Jetzt geht's euch an den Kragen. Die Gyptos, diese Zombies sind echt extrem saustark. So, einer ist schon mal da und der nächste. Willkommen. Weiß nicht, wann die einen betäuben. Da muss man wirklich genau auf sie achten. Oh shit. Okay, Mission erfolgreich. Sehr nice. Der Dekobomb wurde erfolgreich verteidigt. Wo ist er überhaupt? Ist es der ganz große? Ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt hier den Vor. Ich muss den General hier beschützen. Pyorama, oder? Nein, das. Ich dachte, das wäre er gewesen. Das war ein. Der weiß es nur der hier. Was zum Teufel? What the fuck? Nein! Oh shit! Oh nein, was kann ich da nur tun? Das frage ich mich auch gerade. Hm? Kommandant? Ja, wie soll ich das machen?
Scheiße. Dieser Dreckskerl. Ja, wenn ich wüsste, was wir dagegen tun könnten. Und wo ist die große Fee? Zack, so und schnell, bevor der Dekobomb endgültig stirbt. Ja, wo ist sie denn? Moment. Ich glaube, ich habe sie auf der Karte. So. Der Gipfel ist auch schon mal weg. Aber ich darf jetzt keine Zeit mit dem verschwenden. Vielleicht ist da die große Fee. Auf jeden Fall kann ich mal versuchen, hier diese... Alter Schwede! Diese verdammten Gildos, die sind echt scheiße. Oh, wie viele Feinde ich da anziehen kann. So. Nordwestlich von hier. Wartet mal, ich muss das mal ganz kurz angucken. Boah, ich habe nur noch 15 Minuten. Ich habe ernsthaft schon so viel Zeit vergeudet? Oder nein, ich glaube, so lange habe ich gebraucht gerade eben. Was hat sie gesagt? Nordwestlich. Da. An einen Ort, Nordosten, hat sie gemeint. Okay, dann mal los. Vorher nehme ich mir noch ein paar Herzen, dankeschön. So. Ja. Dann kämpfe ich mich mal durch diese Tür. Das ergibt doch... Soll jetzt down gehen, ey. Der Deko-Bomb. Verdammt. Ja, öffne das Tor bitte, schnell. Danke. Ein Huhn! Wenn es angreife, dann bedeutet das nur eins. Das würde dann bedeuten, dass wieder ein Haufen Hühner einen attackieren. Ja, lach nicht, sondern gib uns ein Wasser, damit der Dekobaum gelöscht werden kann. Ja, jetzt komm. Dankeschön. Danke vielmals, dass du endlich mal deine Magie wirken lässt. Okay. Aber gleich eine Gewitterwolke muss auch nicht sein, weil wenn der Blitz jetzt auch noch einschlägt, dann brennt der Dekobaum erneut. Um Himmels Willen, der ist aber schon ganz... Der Dekobaum hat schon ganz schön erwischt, der arme Kerl. Hoffentlich stirbt er nicht. Gut, jetzt wieder zurück. Kann man dieses Huhn überhaupt besiegen? Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich kommen jetzt einen ganzen Haufen Hühner auf einen zu. Gut. Oh ja, wieder ein Level Up. Geil. Oh oh. Das Huhn breitet ein... Gegenangriff des Huhns? Ich hab's doch gewusst. Halt ein typisches Zelda Easter Egg. Sobald man einen Huhn attackiert, wird man... Oh oh, von ihnen attackiert. Kacke. So, jetzt aber schnell. Der Dekobaum. Ist er sicher? Scheint so, es ist keiner da. Gut, jetzt heißt es Büro mal besiegen. Oh, verdammte Kacke, da kommen die Hühner. Die müssen alle down. Shit. Ich glaube, das war ein Fehler, das zu machen, ne? Oh Gott. Jetzt haben wir eine ganze Hühnerarmee hier. Kacke. Okay, Zeit, die Magie wirken zu lassen. Jetzt müssen die Hühner sterben. Vielleicht gibt es zusätzliche Erfahrung, wenn wir ein paar von denen attackieren und umbringen. So. Und weg. Boah, wie viel Schaden habe ich da schon kassiert? Oh, nee.
Nee, ich verschwinde da lieber. Ich hoffe, das Huhn macht jetzt nicht alles kaputt. Ey, es werden immer mehr. Shit. Ich soll lieber zu ihm vordringen und dabei... Oh Mann, ich brauche dringend ein paar Herzen dazwischen. So, was? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich hoffe nur, die Hühner verfolgen mich jetzt nicht. Oh oh. Oh, mein Bogen ist stärker. Oh. Oh, krass. Boah, das Huhn ist golden, ey. Ein Festungskommandant. Wenn wir den erledigen. Ein Skulltula. Gut, der Westbaum ist erobert. Ey, shit. Die ganzen Hühner, ey. Fuck. Nee, die ignoriere ich jetzt lieber gezielt. Ich hoffe nur, die macht nicht noch mehr Ärger auf dem Schlachtfeld. So. Nein! Bleib stehen, du! Goma? Oh, nee. Dieser feige Spastikus. Die Hühner verfolgen mich immer noch. Diese verdammten Kackhühner sind echt zäh. Oh, nee. Jetzt kommt er, oder? Goma. Das war doch ein Boss aus... Ja! Ich erinnere mich an den. Das war, glaube ich, der erste Boss aus Ocarina of Time, nicht wahr? Genau. Oh yeah. Zeit für einen neuen Boss-Battle. Oh nein, und da sind dabei noch die Hühner! Oh, scheiße! Wir müssen ja sein Auge attackieren. Das ist seine einzige Schwachstelle. Ja, ich tue ja irgendwas. Sein Auge mit deinem Feind attackieren. So. So, jetzt kriegst du ordentlich. Oh nein, der ist Huhn! Das hat mir so viel abgezogen. Shit, ich hab nur noch 1,5 Herzen. Das Huhn attackiert mich weiterhin. Jetzt ist Schluss, du blöde Mistvieh. Und er zieht sich zurück. Oh ne, die armen Soldaten. Der ist in den Dekobaum gesprungen, auch das noch. Er greift. Nein! Shit. Ich brauche dringend Herzen. Gibt's da keinen Krug mit Herzen? SP bringt mir nichts, ich brauche Herzen. Dankeschön. Herzen voll, geil. Okay, jetzt reicht's, ihr blöden Gackerhühner, verschwindet endlich! Kacke, ey. Hätte ich das bloß nicht gemacht. Ich hab echt ein hohes Risiko. Bin ich ein hohes Risiko eingegangen. Ich weiß. Aber diese verdammten Hühner, die lassen mich nicht in Ruhe. Ah, ich muss diesen goldenen Huhn ein Ende setzen. Dann vielleicht hört das Ganze mit Hühnergegacke auf. Ah, verdammte Kacke. Ich verschwinde mit den Hühnern vielleicht nur meine Zeit, ey. Verpiss dich, du blödes Drecksvieh. Ah, oh, nein. Er droht zu fallen. Was kann ich nur tun? Verdammten Hühner. Ah, ich muss das jetzt ignorieren. Wahrscheinlich werde ich jetzt brutalst failen. Aber es gab einen Checkpoint dazwischen, also ich kann das, wenn es wirklich schief geht, kann ich es ja dann an der Stelle nochmal probieren und nicht die ganze Mission von vorne machen. Lass ich jetzt die Hühner mal aus, aber die verfolgen mich jetzt unbeständig. Ich bin da! So. Jetzt den Pfeil hier. Au! Das hat wehgetan. Warte, Moment, da hat mich damit... Ich versuch's ja. Ah, der schützt sich jedes Mal. Was soll das, ey? Der verteidigt sich jedes Mal.
What the hell? Jetzt! Wenn er einen Laser abfeuert, dann ist es meine Chance jedes Mal. So. Oh nein, das Huhn, ey. Aber das Huhn ist fast selber schon kaputt. Oh, schön wäre es, wenn das Huhn auch von Goma getroffen werden könnte. Fuck. Oh, cool. Noch mehr Verstärkung. Ja, ich weiß. Oh, shit. Ja, und jetzt... Bam! Genau das wollte ich jetzt erreichen. Oh, geheilt. So. So wird der Dekobaum nicht so schnell fallen. So, ich kann nebenbei auch das Huhn angreifen. Das ist halt das Blöde, dass jetzt die Hühner auch noch zusätzlich attackieren. Er muss seinen Laser abfeuern, dann erst kann ich ihn... Dann erst kann ich ihn eine verpassen, weil sonst erreiche ich ihn nicht. Boah, hörst du mal auf und greifst mal richtig an. Hier, komm, hier bin ich. Kuckuck. Jawohl. So. Nur keine Panik, ich habe jetzt... So, gleich ein besonders viel Schaden zu fügen. Und zack. Oh, das geht ins Auge. Meine Fresse, ey. Das goldene Huhn ist auch fast down. Sind auch nicht mehr viele Treffer und dann ist es endlich weg. Dann hoffe ich, verschwinden auch die Hühner. Wo ist er jetzt? Wenigstens ist er jetzt von... Nein, der ist immer noch im Dekobaum. Oh shit, der Dekobaum steht kurz davor zu fallen. Oh, danke schön, danke. Aber die Hühner sind noch da. Das goldene Huhn ist gleich down. Jetzt reicht's. Oh, damit sind jetzt die Hühner hoffentlich endgültig down. Tja, sorry, ihr dreckig. Was? Ist da noch ein goldenes? War da noch eins? Oder waren das, war das jetzt nur eine optische Täuschung? Ja, nice! Zeig's ihnen, Lana. So gehört sich das. Auf diese Hühner haben mich noch mehr. So, ich hoffe, die Hühner sind jetzt bald endlich mal down, ey. So. Da ist jemand in Bedrängnis. Impact darf er auch nicht verlieren. So, Magie. Oh, da kommt er ja. So, jetzt bin ich dran. Na, was ist mit dir, Gormalein? Ich könnte auch deine harte Schale durchbrechen, mein Lieber. Wie gefällt dir das? Okay. Naja, das bringt leider trotzdem nicht viel. Aua! Na, warte. Das büßt du mir. So. Nein! Ich habe zu spät geschaltet mit dem Pfeil. Ja, ich komme erstmal diese ganzen Spasten hier aus dem Weg, weil die nerven brutalst. So, weg mit euch. Gut, der Ostbaum ist erobert. Wow. Gut, dann... Habe ich zwar Verstärkung, aber... Ey. Wer ist denn nicht mit deinem bescheuerten Laser abfeuerst? Und was hat mich da eben getroffen? So. Schnell! Yes! Come on, schneller! Braucht immer so lange, bis das hier Anlauf nimmt. So, gleich ist der Goma down. Come on! Noch ein Treffer! Yes! Hohoho! Boah, das war eine knappe Mission, ey, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott. For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins.
Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the gate of souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Okay. Was das jetzt wohl zu bedeuten hat, anscheinend wird uns hier wohl die Erzfeindin des Spiels schon mal vorgeteasert, zumindest ein Schatten davon. Tja, was hätten wir hinbekommen? Die Zauberin der Wälder, wow. Feuerbonus und Combo. Hä? Achso, das hat wahrscheinlich noch zusätzliche Effekte. Und was? Dieser Lyra bekommen wir irgendwas mal 1000? Was? Also das jetzt besiegte Feinde mal 1000 oder was soll das bedeuten? Silber. Giboro Schwert und Gomas Säure. Bandagen und Metallplatten. Ja, im nächsten Part werden wir dann auch mit Lana spielen. Und das Zauberbuch des Geistes, das magisch berichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit starken Angriff springst du nach vorn, springst du mal. Schwanden kannst du einen besonderen Angriff ausführen. Nicht schlecht. Du kannst nun den Waffenkammer verwenden. Dort kannst du Waffen kombinieren und ihre Fähigkeit übertragen. Drücke bloß, um Wasser zu gehen. Yo. Also, im nächsten Part werden wir dann die Ranell-Schlucht betreten. Also, beziehungsweise die Ranell-Schlucht mit Lana bestreiten. Ja, also wir verwenden immer wieder neue Kämpfer. Auch mal sein. Mit Sheik hätte ich da aber auch einen Herzcontainer finden können. Naja, aber ich spiele nicht 100%, also was soll's. Was auch gut wäre, ist mal zu wissen, wo ich bitte schön eine Skulltula finden kann. Aber ich hatte da keine Zeit. Vor dem habe ich leider den Fehler gemacht, das Huhn zu attackieren. Tja, und jetzt hatte eine ganze Armee von Hühnern auf den Hals gehetzt bekommen, aber zum Glück konnte ich sie alle abwehren. Weil normalerweise, wir wissen es ja von der Zelda-Reihe, wenn man einen Huhn attackiert die ganze Zeit über, dann, ja, wird man laufend von Hühnern attackiert, bis dass man ein neues Gebiet kommt oder sich ein Haus irgendwo versteckt, weil ansonsten wird man laufend von ihnen attackiert und kann kaum ausweichen und, ja, stirbt dadurch. Ich weiß nicht, warum man das eigentlich so eingeführt hat mit diesen Hühnern.
bei der Zelda-Reihe. Das weiß ich nicht. Und wo das seinen Ursprung fand, weiß ich leider aller Gottes auch nicht. Das müsst ihr mir in meinen Kommentaren schreiben, was es zu bedeuten hat. Aber jedenfalls hoffe ich, dass euch dieser, auch wenn er auch wieder längere Part gefallen hat, wenn dem so ist, Daumen hoch und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dieses Mal wird es dann etwas kürzer, da achte ich darauf, dass ich diesmal nicht so viel Zeit vergeude. Ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaut wieder ein. Euer Crush Fortificate hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.